Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute geht es mal um diesen Rucksack. Einige von euch werden den sicherlich kennen. Das ist der Savotta Jäger M. Das ist ein Rucksack für nicht ganz so schwere Lasten, so ein Tagesrucksack. Ja, und bei mir sieht es halt so aus, dass wenn ich mein Filmequipment da mit drin habe, dass ich bei dem Rucksack locker auf ein Gewicht von 12 Kilo komme. Für einen Tagesrucksack, das ist natürlich sehr viel. Ja, und da trägt er sich dann halt nicht mehr ganz so gut, weil er einfach zur Befestigung hier hinten nur eine Kunststoffplatte drin hat. Aber da gibt es einen Trick, oder besser gesagt, da kann man was kaufen. Und das möchte ich euch heute zeigen. So könnt ihr den Rucksack genauso stabil machen wie den Jäger L. Der Jäger L hat ja so einen Aluminiumrahmen integriert in, das ist das Tragesystem von dem Jäger L. Ja, und das gleiche System kann man beim Jäger M auch machen. Es gibt auf dem finnischen Markt, zum Beispiel bei Varusteleka, ich werde das unter dem Video noch verlinken, für 25 Dollar circa diesen Rahmen hier. Der wiegt 270 Gramm, die kämen dann also nochmal oben drauf. Und den kann man dann praktisch hinten einfach in den Rucksack einschieben, da wo diese Kunststoffplatte sitzt. Und somit hat man den gleichen Tragekomfort wie beim Jäger L. So sieht der Rahmen aus. Ich habe ihn jetzt mal rausgenommen. Ich hatte ihn natürlich schon drin. Bei diesem Rahmen handelt es sich im Wesentlichen einfach um eine verkleinerte Version des Jäger L-Rahmens, der ursprünglich Ende der 1980er Jahre für die Patrouillentruppe des finnischen Grenzschutzes entwickelt wurde. Wie alle Savotta Rucksackrahmen in Karstula, Finnland hergestellt. Es steht auch hier drauf, da unten habt ihr das Savotta-Zeichen, also das ist auch wirklich ein Originalteil. Das Ganze ist aus starkem Aluminiumrohr hergestellt und das passt einfach in das Jäger M Rückenstützfach. Der Rahmen ist wie so ein S-Profil gefertigt, zeige euch es mal. So, der passt sich also dem Rücken an. Seht ihr das? So, und das Ganze hat 5 Jahre Garantie. Aber nur, wenn ihr den nicht verbiegt. Ihr könnt den natürlich auch an eure Rückenform anpassen. Aber dann erlischt natürlich die Garantie. Hier der Rahmen nochmal vom Namen. Der ist gefertigt aus dem 15 mm Aluminiumrohr. Hier seht ihr auch nochmal die Bezeichnung von Savotta. Der Rahmen ist 24 x 50 und hat ein Gewicht von 270 Gramm. Okay, dann baue ich den Rahmen jetzt mal mit euch ein. Die Installation ist ganz einfach. Dazu öffnen wir einfach hier das Deckelfach von dem Rucksack, nehmen hier die Schürze weg und dann kommen wir innen hier schon an das Fach. Ich zeige euch das jetzt mal vom Namen. Ich habe jetzt mal hier die Schneeschürze umgeklappt, dass man das besser sieht hier auf der Kamera. Ja, also hier oben ist ja dieser Klettverschluss an der Kante. Da ist ja diese Kunststoffplatte drin, original von Savotta. Das wäre ja praktisch das originale Versteifungs- und Tragesystem. Ja, die könnt ihr praktisch weglassen und könnt dann hier den Rahmen reinstecken. Oder ihr nehmt beides. Dann habt ihr praktisch, dann formt sich die Platte wie der Rahmen im S und ihr habt gleichzeitig noch einen Stichschutz für den Rücken, wenn da spitze Gegenstände im Rucksack sind. Ich habe es praktisch so montiert, da muss ich beim Packen nicht immer genau so aufpassen, was hinten am Rücken liegt, ob da irgendwas sticht. Ja gut, dann werden wir das Ganze mal jetzt montieren. Also ich mache erst wieder die Platte rein. Ja, wie original. So, und dann kommt praktisch hier der Aluminiumrahmen rein. Wichtig ist, dass der praktisch, mach mal den Deckel hier rüber, so da drin sitzt, dass das Ganze nach oben eine Wölbung nach hinten macht. Legen wir wieder drauf hier. Ist ein bisschen schwierig jetzt mit der Kamera, das so zu zeigen. Also, wir haben es jetzt so, das geht nach oben, das wäre die Wölbung nach oben. Ich schiebe den Rahmen jetzt hier ins Fach. Ja. Okay. So, seht ihr, jetzt ist der Aluminiumrahmen drin. Und dann kann man das Ganze hier
mit dem Klett verschließen und schon ist der Rahmen montiert. Damit die Kunststoffplatte als Durchstichschutz funktionieren kann, muss sie natürlich hier zur Rückenseite liegen und der Rahmen innen. So habe ich das jetzt auch montiert. Und der Rahmen hat auch hier unten, liegt er an und hat die Wölbung so nach innen. Ihr müsst ihn also so rum einsetzen. Ja, und ich habe das schon gemerkt beim Tragen, weil wenn das Gewicht hier auf der Hüfte liegt, habt ihr hier hinten den Rücken schön frei. Da kommt richtig schön Luft dran. Das ist sehr angenehm. Ja, das war schon alles. Also wie ihr seht, die Montage ist kinderleicht. Jetzt kann man den Rucksack schon wieder aufsetzen. Schön zumachen. Und wie ihr seht, hinten, seht ihr das? Der sitzt richtig schön auf der Hüfte. Der Rahmen hält jetzt das ganze Gewicht auf dem Hüftgurt. Also das ist eine feine Sache. Ich habe es auch schon ausprobiert. Also das trägt sich wesentlich angenehmer. Also diese $25 sind eine gute Investition. So, dann bringen wir den Rucksack mal ins Lager hier. Wie ihr seht, habe ich mir hier so ein kleines Hängemattenlager aufgebaut. Und ich werde mir jetzt gleich noch einen Kaffee kochen und den Frühling genießen. Ja, mein Fazit zu dem Rahmen, leicht zu montieren. Versand aus Finnland von Varusteleka hat super geklappt, ging ruckzuck, war binnen einer Woche da, also auch gar kein Problem. Ja, also ich würde mir den Rahmen auf jeden Fall wieder kaufen, weil er erhöht die Stabilität des Rucksackes um einiges und ist viel angenehmer zu tragen. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt hier gerade mit 12 Kilo den Berg hochgetragen, ist ganz was anderes wie nur mit dieser Kunststoffplatte. Ja, ich hoffe, es war wieder für den einen oder anderen ein kleiner Tipp und es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.